herzlich willkommen zu ARK Survival Evolved. Und zwar sind wir hier, oder möchte ich gleich hier, auf der Einzelwelt auf der Karte Valgueru spielen. Beziehungsweise euch das auch zeigen. Und ja, ich spiele schon etwas länger ARK, seit, ich sag jetzt mal, seit letztes Jahr irgendwie. Oktober ungefähr, also fast ein Jahr. Und habe darüber dann auch die liebe Kitty und den Shailin kennengelernt. Mit den beiden spiele ich zusammen. Wir haben uns einen Server gemietet und spielen da drauf zusammen und haben jetzt letzte Woche den Server neu gestartet und sind auf der Karte Valgueru angefangen. Wir hatten die zwischendurch schon mal als Mod-DLC ausprobiert. Aber da war sie noch etwas buggy. Jetzt ist sie von Wildcard übernommen worden und ja, nun gibt es das, wenn man ARK kauft, als kostenloses DLC dazu. Ist eine wunderschöne Karte und ja, macht ziemlich viel Spaß, muss ich sagen, gerade wenn man mit anderen zusammen spielt. Mit Kitty und mit Shailin ist immer irgendwie was los. Und ja, zwischendurch spielt dann auch nochmal Kittys Tochter mit und Kittys andere Tochter eher selten. Die beiden, Shailin und Kitty, haben jeweils auch einen eigenen Kanal, wo sie Videos drüber zeigen, auch über unseren neuen Server. Das mache ich nachher auch, aber wir gehen jetzt erstmal, ich habe euch erstmal gedacht, mache ich hier, zeige ich euch bei den Einstellungen, wie man anfängt, wenn man einzeln anfängt. Und dann nachher mache ich einen kleinen Cut und dann gehen wir mal auf die Karte, wo wir jetzt drauf spielen. Jedenfalls Shailin und Kittys Kanal verlinke ich euch unten in der Infobox, dann könnt ihr da mal vorbeigucken. Und ja, nun hoffe ich, dass das hier gleich ein bisschen schneller funktioniert mit dem Einzelspieler. Der lädt immer ziemlich lange irgendwie. Ich wollte euch nur noch mal eben ganz kurz die Einstellung zeigen vom Charakter und ja, dann wie man ganz neu auf der Karte dann anfängt. Weil auf der Valgueru-Karte, wo wir jetzt am Spielen sind, da habe ich schon ein bisschen gelevelt. Wir sind ja letzten Samstag haben wir neu gestartet. Sonntagsabends habe ich dann auch noch einen kleinen Augenblick gespielt. Ja, und dann jeden Abend immer mal so eine Stunde oder so. Und dementsprechend bin ich ja auch schon etwas weiter gelevelt. Noch nicht ganz so weit wie die anderen. Aber ich gebe mir Mühe. Im Moment passt das zeitlich immer alles nicht so ganz so. Jedenfalls zeige ich euch das dann nachher mal. Die beiden waren nämlich schon extrem fleißig und haben extrem viele Dinos gesammelt. Ja, ich hoffe ja, dass es hier bald mal funktioniert. Dass wir hier nicht ganz so lange warten müssen. Auf der Valgueru-Karte bei uns auf dem Privatserver haben wir auch eine ganze Menge Mods. Die packe ich euch denn dann auch noch unten in die Infobox mit rein, dass ihr so ungefähr wisst. Kitty hatte da auch ein Video drüber gemacht, dass wenn da jemand mitspielen möchte, soll er einen von uns doch einfach mal anschreiben. Und ja, einfach anschreiben. TS ist Pflicht. Und mit den Mods müsst ihr dann mal gucken, ob euer Rechner das dann überhaupt packt. PlayStation 4 und PC zusammenspielen geht nicht. Das nochmal eben so vorweg. So, jetzt sind wir hier auch im Erstellen-Modus. Hier kann man einmal männlich, weiblich auswählen. Man kann hier die ganzen, die Hautfarbe einstellen. Ganz dunkel, dunkelbraun und etwas braun. Ich mache mal so ein bisschen. Haarfarbe, also die sind jetzt ganz kurz, die wachsen dann nach und nach, sobald man auf der Karte drauf ist. Ganz schwarz, ganz weiß, ich glaube jetzt auf dem Server habe ich ganz weiße Haare. Hier kann man die Augenfarbe noch so ein bisschen einstellen, kann man auch schlecht sehen. Kann man das sehen? Nee, kann man nicht so schön sehen. Nee, irgendwie nicht. Nee, ich habe meistens immer so bläulich, lila mäßig so. Ansonsten lasse ich das meistens immer so ein bisschen, die Füße mache ich etwas kleiner, mir sind die Füße immer ein bisschen zu groß, so mache ich die meistens ein bisschen und die Länge, die Armlänge, da, die mache ich etwas weniger und die Hände etwas kleiner. Ich finde, die sieht immer aus wie so ein, ja,
wie so ein Orang-Utan. Ich glaube, so passt es schon, ne? So, und dann gucken wir mal, wo wir so spawnen. Ich glaube, wir sind ungefähr hier auf diesem Plateau. Oder? Ne, auf diesem Plateau. Hier sind wir, glaube ich. Oder? Nee, ich muss das hier andersrum. Nee, wir sind, glaube ich, hier. Ah, ich weiß es gar nicht genau. Na, ist auch wurscht. Das zeige ich euch dann nachher. Wo gehen wir denn am besten mal hin? Ich glaube hier, oder? Ne, ich glaube, wir gehen mal dahin. So, auf dem Server bei uns heiße ich auch Black Faye. Und dann machen wir einen neuen Überlebenden erstellen. So, dann gucken wir da mal rein. Gehe ich mit euch so die ersten Schritte. Man strandet hier ohne irgendetwas, muss alles komplett neu bauen. Und hat eigentlich überhaupt nichts. Man muss komplett alles selber herstellen. Muss eben halt sammeln und so weiter. Das muss ich echt mal gucken. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier eigentlich bin. Also ich müsste eigentlich, glaube ich, in die Richtung. Ach, ich glaube, ich bin auch auf der falschen Seite. Also ich spiele nicht so in dieser Ego-Perspektive. Das macht mich immer ein bisschen fusselig. Ich spiele lieber so. Da habe ich irgendwie einen besseren Überblick. Wir laufen mal erstmal eben in die Richtung. Immer schön die Augen offen halten. Hier kann immer mal irgendein Viech kommen. Die Pflanzenfresser sind meistens friedlich. Da braucht man eigentlich keine Angst zu haben. Aber die Fleischfresser sind da doch, so wie da hinten der Raptor zum Beispiel, die sind nicht so nett. Ja, dann läuft man hier. Man kann hier von den Sachen sammeln. Von diesen irgendwie nicht. Doch, Beeren und so weiter. Das braucht man natürlich, um zu überleben, damit man nicht verhungert. Als erstes sollte man dann gucken, dass man in der Richtung Lagerfeuer und die einfachen Werkzeuge lernt. Und dann passt das eigentlich schon. So, jetzt haben wir hier schon Level erreicht. Da gucken wir mal. Man kann leveln einmal die Gesundheit, die Ausdauer, Sauerstoff, Nahrung, Wasser, Nahkampfschaden, Bewegungsgeschwindigkeit, handwerkliches Geschick. Resistenz ist nachher ganz wichtig, wenn man dann ins Eisgebiet und irgendwie Vulkangebiet und sowas hin möchte. Da sollte man dann später auch ein bisschen was dazu leveln. Als erstes gehe ich aber meistens hier auf Gesundheit und auf Ausdauer, weil die ist immer ziemlich schnell weg. Dann machen wir als erstes einen Punkt auf die Ausdauer. Dann hat man hier seine Engrammpunkte. Da kann man dann die Sachen lernen. Wie hier zum Beispiel die Steinspitzhacke, Fackel. Das sind so die wichtigen Sachen, die man haben sollte. Hier unten Steinaxt, Lagerfeuer. Wir lernen nochmal im Lagerfeuer und eine Steinaxt. Und das Speer sollte man auch. Das können wir aber nicht. Das machen wir dann gleich. Dann sollte man als nächstes eben gucken, dass man eine Stroh, Fundamente und Wände und sowas, weil wenn man sich hier ausloggt, dann also hier auf der privaten Welt läuft die Zeit nicht weiter, aber wenn man auf dem privaten Server spielt, dann läuft die Zeit weiter und so, wenn man sich dann da irgendwo mitten in eine Walachei hier ausloggt, dann fressen einen natürlich dann auch die Tiere und wenn man online kommt, ist man tot und alles, was du dann im Inventar hattest, ist verschwunden. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Ich glaube, ich bin auf der falschen Seite. Ich glaube, ich hätte da hinten irgendwo hingemusst. Ich will mal eben gucken, ob ich hier rauf komme. Ich glaube, wir müssten in diese Richtung. Ich glaube, hier sind wir komplett falsch. Ich muss hier auch echt aufpassen, weil gerade hier am Strand auch oftmals Raptoren und so laufen. Ich glaube, da hinter dem Felsen ist ein Raptor. Nee, das ist kein Raptor. Was ist denn das? Ein Para. Also ich kenne nicht von allen Tieren die Namen. Ne? So die gängigsten weiß ich, so wie hier die Triceratopse, die Parasaurusse. Das weiß ich. Oh, guck mal, hier ist ein. Na, wie heißt er denn noch? Ein Bulbdog, genau. Die kann man tamen.
Die werden passiv. Passiv heißt, man braucht den nur Beeren oder Fleisch oder wie auch immer ins Inventar packen und sie damit dann zähmen. Nach einer bestimmten Zeit, das geht dann in Prozentzahlen nach oben. Je öfter man sie füttert, desto mehr Prozente kriegen sie dazu. Und was ist denn das? Eine Leuchtebiene, ein Glowbug. Ah ja. Und dann, ja, hat man sie dann irgendwann. Bei den meisten anderen Tieren ist das aber so, also passiv getamed werden die wenigsten, oder sieht nicht so nett aus. Die anderen müssen dann aktiv getamed werden, das heißt, man muss sie betäuben, ja, K.O. hauen, wie auch immer, und dann die Sachen ins Inventar packen. Ich glaube, wir müssen hier auch nochmal eben wischen. Man muss immer auch gucken, unten rechts zum Beispiel sind die Anzeigen für. Ganz unten das Plus ist fürs Leben. Dann kommt die Ausdauer der Blitz. Oh, und wir haben ein neues Level. Dann kommt die Nahrungsanzeige. Dann kommt der Wassertropfen. Und das da drüber ist so ein Gewicht. Das heißt, so viel wie da drinne Platz ist, können wir tragen. Je mehr drin ist, desto sch nicht schneller, desto langsamer laufen wir dann auch. Und das andere ist die Levelanzeige. Da können wir mal eben leveln. Ein Levelpunkt vergeben. Den machen wir nochmal auf Gesundheit. Und dann lernen wir hier ein Speer, damit wir uns ein bisschen auch verteidigen können dann, ne? So, ich zeige euch gleich mal eben so die ersten Sachen, die wir machen können. Wir bräuchten gleich mal ein bisschen Holz irgendwie. Das ist ein Bronto. Die sind sehr, sehr langsam, aber haben natürlich. Ja, da kann man nachher eine Plattform drauf bauen und dann kann man die als fahrende Insel, wollte ich gerade sagen, benutzen. Oh, da hat der Hund was gehört. So, wenn wir genug Holz und so weiter haben, dann können wir die Sachen herstellen. Das zeige ich euch gleich. Ich muss auch immer ein bisschen aufpassen hier. Ich habe immer Angst, dass hier Bums noch mal irgendwas von hinten angreift. So, wir stellen uns mal hier oben drauf. Da sind wir, glaube ich, ein bisschen sicherer. Kann, glaube ich, nicht ganz so viel passieren. So, dann macht man sein Inventar auf, geht hier auf die Herstellung. Hier hat man dann seine Ordner. Und dann kann man hier, genau, die Spitzhacke, Hacke, oh mein Gott, die Spitzhacke lernen. So, die hat man dann in seinem Inventar und kann die dann nach unten ziehen. Da sollte man dann auch hier irgendwo in der Richtung sein Essen und so weiter hinpacken. Ich wollte eigentlich auch gerne noch das Speer, dafür brauchen wir aber Feuerstein und die Steinaxt, dafür brauchen wir auch Feuerstein. Müssen wir mal gucken, wenn wir so ein bisschen Felsen kaputt machen, ob wir dann Feuerstein dabei rauskriegen. So, wo haben wir denn Felsen, die wir kaputt machen können? Unten am Strand meistens. Guck mal, hier ist ein Baby-Dodo. Nee, ein jugendlicher Baby-Dodo. Und hier ist ein heranwachsender Dodo, den könnten wir eigentlich gleich mal eben tot machen. So leid mir das ja immer tut für die Tiere, aber wir brauchen die, um Fleisch zu bekommen. Genau. Und dann können wir uns nämlich ein Lagerfeuer bauen. Muss ich mal eben gucken. Da. Da fehlt uns aber auch Feuerstein und noch mehr Stein für. Okay, dann verteilen wir jetzt erst noch einen Levelpunkt. Das machen wir noch auf Gesundheit. Und gucken, dass wir noch ein bisschen was von den Sachen zusammenkriegen. Das machen wir noch ganz kurz, dann zeige ich euch das noch. Guck, da kriegen wir Feuerstein und Stein, Metall. Das ist sehr schön. Und dann mache ich nämlich gleich einen Cut und dann hüpfen wir rüber auf unseren Server. Und dann gucken wir da noch mal eben ganz kurz. So, das sollte eigentlich schon fast reichen. Jetzt muss ich mal eben gucken. Genau, das Lagerfeuer können wir einmal herstellen. Und
den Speer. Und jetzt haben wir natürlich nicht mehr genug für die Steinaxt. Jetzt machen wir noch mal einen Punkt auf Ausdauer. Also hier auf meiner privaten Welt level ich etwas schneller. Auf dem privaten Server selber leveln wir auch schon etwas schneller, aber hier noch ein Ticken schneller. Das habe ich extra so eingestellt, damit man dann hier auch ein bisschen mehr zeigen kann. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Habe ich das jetzt schon fertig gemacht? Genau, den Speer packen wir uns hier unten rein. Und guck mal, hier haben wir ordentlich Fleisch und so weiter. Da gucken wir gleich mal. Jetzt habe ich bestimmt das Falsche gelernt, ne? Ja. Das habe ich nicht. Also wir haben hier einmal die normalen Sachen und die S-Plus-Sachen hier. Und dann sollte man die S-Plus-Sachen, weil die kann man schön wieder aufheben. Bei dem anderen ist das halt so, dass man die dann kaputt machen muss. Weil man die nicht wieder aufheben kann. Das ist natürlich doof, ne? Da, S-Plus. Ja. Kann ich nicht herstellen, weil mir wieder Holz und Stein fehlt. Okay, dann sammeln wir jetzt noch wieder ein bisschen Holz und Stein. Und man muss dann eben halt aufpassen. Die rohen Sachen verderben recht schnell. Da muss man dann halt gucken, dass man sich das schnell brät. Und zwar gleich in dem Lagerfeuer. Ich dachte, ich hätte eben was gehört, aber war dann wohl doch nicht. Aber wir brauchen noch ein bisschen Holz. Hier ist Holz. Guck mal, hier ist Holz. Das nehmen wir noch mit. So, und dann gucken wir mal, dass wir hier irgendwo oben drauf gehen, damit wir einigermaßen, hier komme ich nicht hoch, einigermaßen sicher sind. So, genau. Das stellen wir uns da oben rauf. Dann packen wir gleich erstmal das Lagerfeuer hier hin. Dann kann ich hier nicht hinpacken, dann muss ich das. Oh, das ein nicht ganz so nettes Tier. Und ich muss mir mal eben die Nase putzen. Ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Oh, genau. Die sind nicht so nett und die machen ein blind. Da muss man aufpassen. Geh doch tot. Gleich bin ich tot. Oh mein Gott, das war richtig, richtig, richtig knapp. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich habe mir die Knochen gebrochen. Ich bin eigentlich fast tot. Wir müssen uns ganz schnell Fleisch braten. Ich hatte irgendwo das Lagerfeuer hingestellt, ne? Da. Dass wir schnell was zu essen kriegen, damit wir wieder ein bisschen heilen. Das packen wir da schnell rein. Und das Holz und das Stroh auch. Man kann Holz oder Stroh reinpacken. Ich glaube, das brennt sogar beides. Dann muss man eben einen kleinen Augenblick warten. So. Du brutzel schneller. Und immer schön die Umgebung im Auge behalten. Man regeneriert natürlich auch so nach und nach. So, und dann hat man natürlich ein schönes Stück Fleisch hier zum Essen. Und dann heilt man auch ein bisschen schneller, wenn man dann Fleisch isst. Und jetzt regnet das bei uns. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Das regnet nämlich ganz schön. Genau so. Guck mal. Dann sieht das Ganze schon ein bisschen besser aus. Wir warten noch eben ganz kurz, bis das hier durchgebrutzelt ist. Und dann mache ich gleich einen Cut. Ja, jedenfalls so, das sind die ersten Schritte, die man machen sollte. Fleisch sammeln und die Sachen herstellen. Und so weiter und so fort.
und aufpassen, dass man nicht getötet wird, ne? So, dann essen wir das Stück noch. Oh, guck mal, wir sind noch ein Level aufgestiegen. Das machen wir hier nochmal auf die Gesundheit drauf. Und dann kann man immer mehr Sachen irgendwie lernen. Von ja, Sachen, Wasserschlauch zum Beispiel ist auch immer ganz wichtig. Da hält sich das Wasser, also da hat man ein bisschen mehr Wasser drin und braucht nicht immer gleich sofort wieder zum Wasser laufen. Und ja, dann eben nach und nach die Strohsachen, Holzsachen und so weiter freischalten, damit man sich dann ein Häusle bauen kann. Ne? Da war dann der Hund wieder. So, dann nehmen wir das Fleisch hier nochmal raus. Und dann mache ich das Feuer aus, bleib hier so stehen und mache einen Cut. Und dann sehen wir uns auf der anderen Welt gleich wieder. Bis gleich! So, und da sind wir auch auf unserem privaten Server. Ich versuche das mal ein bisschen heller zu stellen. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen sehen. Wir haben hier nämlich auf dem Server gerade Nacht, beziehungsweise müsste eigentlich bald die Sonne aufgehen, glaube ich, oder? Ich weiß es gar nicht genau. Spät haben wir es dann? Nee, es ist erst Nacht. Okay. Ja, hier haben wir uns erstmal niedergelassen, alle zusammen auf einen Haufen. Hier ist Akumi, die Tochter von Kitty. Da vorne liegt Chilin. Ich sage, die sind alle schon ein bisschen höher. Die haben schon ein bisschen mehr Zeit im Moment hier drinne verbracht. Ich bin nämlich erst Level 40. Was heißt erst? Ist ja auch schon eine ganze Menge. Hier sind so einige Tiere, die die gefangen haben. Beziehungsweise hier ist zum Beispiel einer von mir, mein Klopfer. Das ist ein Gaia-Bunny. Der legt schon befruchtete Eier. Dann haben wir hier Shari, das ist ein Jerboa, den kann man so auf die Schulter nehmen. Und ja, da oben ist noch so ein roter Panda, den kann man auch auf die Schulter nehmen. So, hier sind schon mal eine ganze Menge Tiere, die hier schon getamed haben, gebrütet haben, wie auch immer. Stego, Deinonychusse. Hier zum Beispiel ist so ein besonderer Drache von dem Gaia-Bunny. Der hat nämlich so ein befruchtetes Ei gelegt. Und ja, ich sage ja, die waren schon relativ fleißig alle. Ich habe gedacht, wir fliegen erstmal eine Runde in die Gegend. Ich zeige euch, wo ich demnächst dann bauen werde. Da nehme ich euch dann zwischendurch immer mal wieder mit. Also ich werde hier nicht ganz so viele Folgen von... Was heißt nicht ganz so viele Folgen? Nicht so oft Folgen zeigen. Einfach immer mal wieder. Ich weiß nicht, so einmal die Woche oder sowas in der Richtung. Und ja, hier ist nochmal einmal die Karte im Ganzen aufgedeckt. Hier sind wir. Und ja, ich zeige euch gleich nochmal eben, wo ich bauen möchte. Wir fliegen ein bisschen in die Gegend rum, damit ihr mal hier so ein bisschen einen Eindruck davon habt, wie das hier bei uns so aussieht. Also die haben schon eine Menge getamed. Viele Tiere sind auch nicht aus dem normalen Ark, sondern das sind die Tiere aus dem Mod. So wie da dieser rötlich schimmernde Alu, das ist... aus dem, ich weiß gar nicht, ist glaube ich auch aus dem Gaia-Mod. Ich bin mir nicht sicher, das ist so ein Savage-Alo und so weiter. Die haben alle so besondere Namen. Auch besondere Eigenschaften und so. Hier sind normale Tiere, guck mal, da vorne läuft ein, fliegt ein Pteranodon. Den, da wo ich jetzt gerade drauf sitze, ist zum Beispiel ein Divine. Die haben zum Beispiel beim Farm und so, haben die eine Besonderheit, dass sie eben halt mehr farmen wie die anderen. So, hier sind die White Cliffs. Hier ist immer viel los. Ein Haufen Tiere. Guck mal, da hinten läuft so etwas Grünliches. Das nennt sich, wie heißt der denn noch? Oh, guck mal, hier ist ein Gaia-Bunny. Ghastlies sind das, glaube ich. Die kann man töten und wenn man die tötet, spawnt was anderes. Oh, da ist ein Savage Rex. Hier bin ich dann auch schon so weit, dass ich mir zum Beispiel hier so ein Fernglas machen kann. Das ist so ein Fernglas aus dem Gaia-Mod. Da kann man... Nee, Super Spyglass ist das. Da kann man dann, wenn man da drauf geht auf die Tiere, kann man super die Stats und so weiter sehen, was die für ein Level haben. Ob es Männchen, Weibchen ist, dann braucht man da nicht ganz so dicht dran. Guck mal, da hinten ist ein Pferd zum Beispiel.
An Mods haben wir hier eine ganze Menge drauf. Unter anderem auch zum Beispiel Mani-Mods. Das sind so besondere Pferde, die sehen ein bisschen aus so wie, ja, so wie richtige Pferde auch. Das andere sind ja EQs, die sind ja eher so Dino-mäßig Pferde. Mal hier. Und dann gibt es diese Dreadful-Viecher, die sind etwas, machen etwas mehr Schaden und so weiter, ne? Da muss man dann auch ein bisschen vorsichtig sein. Oh, guck mal, da war ein Schaf. Da sind noch Allosaurusse. Und da unten an der, am Strand ist auch eine Menge los. Ah, die finde ich ja mega, ne? Kitty hat auch schon so einen. Das ist so ein Androsuchus oder so ähnlich heißen die. Nee, Androsuchus heißen die nicht. Die heißen Androsarcus, glaube ich. Die sehen so von Weitem aus wie so ein Wildschwein in der Richtung. So ein Mischmasch aus Wildschwein und Wolf. Finde ich mega, mega cool. Habe ich leider noch nicht. Die kann man erst ab einem bestimmten Level tamen. Da ist auch noch wieder einer in Rot. Ich finde die mega, ne? Die sind echt schön. Da ist noch einer in Bräunlich. Gestern habe ich so einen graublauen gesehen. Der war auch echt mega schick. So, hier oben. Also dahin, das sind alles die White Cliffs, wie man ja auch unschwer erkennen kann. Und ja, ich möchte hier hinten in diese Richtung irgendwie so bauen. Ich denke mal hier oben irgendwo. Hier in dieser Richtung. Ich muss aber noch mal genau gucken. Ich weiß es nicht. Ich hätte ja gerne irgendwo gebaut in der Nähe vom Wasser. Aber hier oben drauf zum Beispiel ist kein Wasser. Da müsste ich weiter hinterzu, glaube ich. In diese Richtung. Und oh, und ich muss aufpassen, wenn man mit so einem Flugtier unterwegs ist, muss man auch ein bisschen seine Ausdauer oben rechts im Auge behalten. Weil sonst stürzt der nämlich so langsam, aber sicher ab. Guck mal, da unten läuft ein blaues Pferd. Ja, ich hätte nämlich sonst gerne hier hinten irgendwo gebaut. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo. Aber irgendwie so hier in dieser Richtung. Guck mal, hier ist nämlich der See, da hinten, hier hinten rechts irgendwo. Wir können mal weiterfliegen. Hier, glaube ich, ist noch ein See. Ich möchte aber nicht irgendwo direkt unter den Klippen, weil ich immer Angst habe, dass da was von oben runterkommt. Aber ich glaube, hier hinten ist noch ein See. Eventuell baue ich hier irgendwo. Ich muss mal schauen, wie das so passt. Ah, hier ist nämlich. Guck mal, hier ist nämlich auch ein See. Vielleicht baue ich hier einfach hier oben drauf. Meine Viecher sind überall, das ist ganz klar. Eine kleine Mauer wird man sowieso bauen müssen, um sein Grundstück, zumindest ums Häusle, ein wenig. Wenn du nachher Rexe und sowas alles hast, dann ist es egal. Dann, die verteidigen dann schon ganz gut eigentlich. Aber so zu Anfang, ja. Aber mal gucken. So, dann würde ich sagen, dann fliege ich jetzt zurück. Habe euch mal so einen kleinen Einblick hier auf unserem Server gegeben. Oh, was ist denn da oben? Oh, das ist ein Golem. Ein Dämonik-Golem. Die sind auch nicht ganz so nett. Da ist noch ein Savage Rex. Ja. Mal schauen. Irgendwie so hier werde ich dann wohl bauen. Und ich würde nämlich wirklich sehr gerne irgendwie in der Nähe vom Wasser bauen, weil, ja, ist sonst schlecht, ne? Oder ich muss mal gucken, ob ich mir irgendwie einen Brunnen bauen kann. Aber ich finde das am Wasser immer ganz schön eigentlich. Guck mal, da ist auch noch ein See, aber das ist schon wieder so dicht beim Sumpf. Da möchte ich, glaube ich, ungern irgendwo bauen. Obwohl hier, wenn man hier hinten baut, eventuell. Ich glaube, dieses hier ist schon das Sumpfgebiet, ne? Ich glaube, hier fängt der Sumpf an. Dann müsste man hier eine Mauer ziehen, da vorne. Dann könnte man zumindest hier schon mal
Weiß ja nicht, ob da von da oben was runterfallen kann. Das wäre natürlich nicht so schön, ne? Das könnte ich dann auch nicht so unbedingt gebrauchen. Ne, hier wird nichts runterkommen. Ups, guck mal, hier haben wir nämlich die Barriere, da kann man nämlich nicht weiter. Gut. Ja, guck mal, dann könnte ich hier ja bauen. Das sieht von oben ja auch heiß aus, ne? Dann könnte ich hier ja irgendwie so bauen. Das finde ich eigentlich ganz gar nicht so schlecht. Entweder da oben drauf. Bin ich auch relativ dicht beim Wasser. Oder eben hier, ne? Aber dann müsste ich wieder Rohre nach oben bauen. Das finde ich dann auch wieder doof. Obwohl hier so auf dem Plateau finde ich nicht schlecht, ne? Ach, ich weiß auch nicht. Ist alles nicht so einfach. Aber das ist schon wieder so ein Gorilla. Oder das ist der gleiche von eben? Nee, das ist noch ein Gorilla. Nee, das finde ich auch doof. Ich würde ja am liebsten hier hinten drauf bauen. Ach, siehst du, das passiert, wenn man nicht auf der... Oh, da ist ein Quetzrex da hinten. Wenn man nicht auf die Ausdauer achtet. Hoffentlich ist hier jetzt nichts in greifbarer Nähe, was mich jetzt hier angreift. Das wäre nicht so schön. So, Tank schneller. Okay, auf Dauer aufgetankt und wieder ab zurück. Ja, ich muss mal gucken. Ich weiß es auch nicht. Das ist gar nicht so einfach. Ich hätte sonst auch gerne hinten an dem See, hinter dem grünen Arc, aber da ist auch so viel los. Da sind so viele Rexe. Das finde ich dann auch nicht so schön. Ach, weiß ich auch nicht. Mal schauen. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich noch ein bisschen weiter level, ein bisschen farm. Tiere wollte ich eigentlich noch nicht so viele zusammensammeln und tamen und tun und machen, damit ich nachher nicht wieder so viel rüberschleppen muss. Auch wenn sie noch so schön sind, die ganzen Tiere. Guck mal, jetzt haben wir den Sonnenaufgang hier. Dann sieht das Ganze so aus. Also ich finde das genial. Ich habe das Spiel gesehen und war echt total begeistert davon, weil, ja, so viel Vielfalt, so viel zu tun. Von der Grafik her finde ich es einfach super. Und guckt euch mal diesen Ausblick an hier allein schon. Ich finde es genial. Ich mag das so gerne. Das sieht so schön aus. Also wenn ich es immer alleine spielen sollte, hätte ich da wahrscheinlich auch keine Lust zu. Aber so mit mehreren zusammen macht doch Spaß, obwohl wir im Moment nicht ganz so viel zusammen spielen, weil es von der Zeit her einfach immer nicht passt. Ich bin im Moment viel arbeiten und habe immer viel zu tun momentan. Und bei Kitty passt es ja abends meistens nicht oder oft nicht, weil sie dann doch lieber die Zeit mit ihrer Familie verbringt. Das sollte man dann eigentlich auch. Von daher, ja, ich hoffe, dass wir das irgendwie die nächsten Tage nochmal wieder hinkriegen, dass wir mal alle drei zusammenspielen. Im Moment sind abends meistens Shailen und ich da. Aber, ach, das wird schon. Ja, also wie gesagt, Shailens und Kittys Kanal verlinke ich euch unten in der Infobox. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Shailen ist noch ganz, ganz, ganz frisch dabei. Der ist, glaube ich, jetzt erst diese Woche irgendwie angefangen mit Videos hier über Ark zu machen und hat vorher wohl auch schon so ein paar Videos gemacht, aber nicht ganz so viel. Kitty ist schon etwas länger dabei und ja, ich bin auch noch nicht ganz so lange dabei. Ja, so, aber ihr Lieben, dann würde ich sagen, das war's dann erstmal. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Würde ich mich riesig drüber freuen. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.